Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 50 Fragen zu, wieder mit dem gesamten Team Pietsmeet. Hallo. Hallihallo und dem fantastischen Andi. Hallo. Hallo. Ja, ich bin der fantastische Andi. Ali. A-N-D. A-L-I. Wir kaufen alle bei A-L-I. Okay. Andi, was haben heute für ein schönes Thema? 50 Fragen zu E-Sports. Also mal wieder eine Kategorie, oh, da kann das richtig gut aus. Theoretisch. Vorne mit dabei sind, ja. Also das wird jetzt ganz unangenehm für alle Beteiligten bei Pietsmeet, weil ich wüsste nicht, wer von uns gut im E-Sport-Game voll gerade am Stüssel ist. Ich wäre so drin. Aber doch, ich kenne einen. Ovien. Nee, der kommt nicht vor. Hat das Ganze Ovien vorbereitet. Vielen Dank dafür. Und Sven hat dazu geschrieben: Anmerkung der Redaktion. Er musste leider einiges rauswerfen, weil ihr hoffnungslos überfordert gewesen wärt. Jetzt sollte es aber zu 90% machbar sein. Sag er. 90%? Oh. Okay, rechnen wir mal mit 90%. Wäre mal gespannt. Aber ja. Gute Einschätzung der Redaktion an dieser Stelle. Könnte ich mir vorstellen, dass da einige Fragen zu schwer für uns sind. Ja, wir kommen mal zu Frage Nummer 1. Was ist denn das Ziel in League of Legends? Jay. Muss den Kristall da zerstören. Des gegnerischen Teams. Das Ziel in League of Legends. Ah, den Nexus, Junge! Ja, der ist doch Kristall. Base zerstören. Ich hätte heißt halt Nexus. Nexus ist ja Kristall. Ja, das lasse ich so gelten, alles gut. Ja, ist okay, aber das ist ja, ist eigentlich auch schon großzügig. Ja, heute auf jeden Fall. Frage 2. In welchem Land wurde denn das erste offizielle... Südkorea. Nein. Japan. Okay, nein. USA. Ja, das erste offizielle E-Sports-Turnier veranstaltet. Ja, genau. Weiß jeder. Das erste E-Sports-Turnier dürfte ja dann irgendwie sowas wie Doom oder Dota Quake gewesen sein. Doom oder Quake gewesen sein. Dota? Hallo? Noch lange nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Vielleicht kommt das ja noch als Frage. Frage 3. Wie nennt man einen Spieler, der sich auf eine spezielle Position... Peter. Jungle. OTP. One-Trick-Pony. Nein. Ich bin Main. Ja, genau. Main ist gesucht. Oder ich hab das Ziel. Lächerlich. Das ist ja übelst lächerlich. Nein, also auf eine spezielle Position oder Rolle in einem Team spezialisiert hat. Main war gesucht und das lasse ich dann auch gelten. One-Trick-Pony ist wahrscheinlich eher so ein bisschen negativ konnotiert, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann kannst du nur eins. Aber das würde ja das Gleiche beschreiben, nur auf eine negative Art. Nee, du kannst ja Main Support sein, aber One-Trick-Pony Blitzcrank. Genau, also spezialisieren ist ja immer, da ist Talent noch dahinter, was man ausgebaut hat. Ja, und da kannst du vielleicht auch andere Sachen, aber vielleicht bist du trotzdem Main von der einen Sache, aber könntest theoretisch die anderen Sachen auch noch. Genau. Als One-Trick-Pony kannst du nur die eine Sache. Genau. Deswegen kommen wir jetzt zur Frage Nummer 4. Welches Spiel wird als der König der E-Sports? Counter-Strike. Nein. League of Legends. Ja, League of Legends. Wer bezeichnet das denn so? Ping. Alle LOL-Spieler. Alle Dota-Spieler, glaube ich, die sagen, dass LOL besser ist. So, Frage 5. Es ist eine ABC-Frage. und auch ohne Buzzern. Also ihr tippt bitte direkt ein. Welches Genre gehört nicht zu den klassischen E-Sport-Spielen? A. Echtzeitstrategie. B. Kampfspiele oder C. Sportspiele? Nicht zu den klassischen E-Sports-Spielen. Was sind denn klassische E-Sports-Spiele? Ja, mit dem klassischen kann man jetzt wieder interpretieren, wa? Okay, das ist aber schwer. Ach, nochmal. Echtzeitstrategie ist A. Oder B. Kampfspiel oder C. Sportspiel? Nicht zu den klassischen E-Sports-Spielen. Ich hätte sogar eine Erklärung. Echt? Ich hätte auch eine Erklärung tatsächlich. Ich bin ja mal gespannt. Alle haben eingeloggt und alle sagen C, Sportspiel, bis auf Jay, der sagt Kampfspiel. B. Das heißt Beat 'em up. Was? Ah, okay. Ja, das ist ja meine Erklärung. Das heißt Beat 'em up und nicht Kampfspiel. An so einem Wording habe ich mich jetzt nicht hochgezogen. Genau, da habe ich jetzt auch dran gedacht, dass Street Fighter so ein Strategiespiel, also so StarCraft-Turniere gab. Ja, aber Sportspiele gibt ja, ist ja auch FIFA, aber... Okay. Naja, FIFA hat keine krasse E-Sport-Szene. Klassisch doch. E-Sport, was? Klar, aber klassisch ja, E-Sport. Ja, aber die haben ständig Probleme im Vergleich zu allen anderen. FIFA kam doch sehr viel später als so ein StarCraft. Das ist das Ding. Beispiel. Es geht ja um Historie, glaube ich. Genau, das war für mich auch der Punkt. Klassisch heißt halt alteingesessen sozusagen und FIFA ist halt ein neues Ding. Und für mich ist Kampfspiel kein Genre. Oder sowas.
Nur Tekken. Ja. Für mich die richtige schon. Antwort ich hatte eine ist C drin. Die richtige Antwort habe ich gesehen. Die richtige Antwort ist tatsächlich C. Die Sportspiele sind keine klassischen E-Sport-Spiele. Wahrscheinlich aus historischen Gründen. Genau. Heißt nur auch, gefickt, auf, also heißt auch Kampfspiel. Meine erste richtige Antwort. Das ist ein Subgenre des Actionspiels. Ja, also alles ist wahrscheinlich einfach das Englische. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wir kommen zu Frage Nummer 6 und ihr könnt direkt in dem Eingabefeld bleiben. Das ist eine Schätzfrage. Also bitte eintippen. In welchem Jahr erschien Counter-Strike 1.6? Ach du Scheiße. CS 1.6. In welchem Jahr? Eintippen bitte. Boah, Alter, du stellst Fragen. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ne? Wie alt war ich da? Ausgedacht. 8. Aha. Das wäre ja einfach dann zu rechnen. Ja, war ich da 8. Wenn du 8 gewesen wärst, dann wäre es 97. Nee, boah, ist das schwer. Dann wäre es 96. Ist das richtig, so alt, Jonathan? Ey. Aber kommt drauf an, ne? Wahrscheinlich eher 97. Keine Ahnung. Ja. Fast alle haben eigentlich. Warte, Dezember. Ja, ja, ja. Stell die Frage nochmal bitte. In welchem Jahr erschien CS 1.6? Peter überlegt noch. Gab's das schon lange? Gut. Ich weiß es nicht genau. Jetzt aber haben alle eingeloggt. Die früheste Schätzung kommt von Jay, 1999. Boah, dann gehen wir ins Jahr 2000. Peter und Sepp haben das beide gesagt. Christian sagt 2003, Bram sagt 2004. Ist Condition Zero schon bei 01 rausgekommen oder sowas? Also ich meine, 99 müssten wir in der LAN auf jeden Fall noch die Beta gespielt haben. Ja, dann ist es ja schon entstanden. Dann aber mit Half-Life 2 kam CS Source und CS Source war welches Jahr? Half-Life das kommt 2 vielleicht noch. Ja, aber 2003 war doch Gothic 2, oder nicht? Also Half-Life 2 müsste 2003 oder so gewesen oder 2004 gewesen sein, weil ja, von das habe ich nämlich auch im Kopf. Die richtige Antwort ist auf jeden Fall dabei und die kommt von Christian 2003 ist korrekt. Nice, der heftig. Heftig. Da durfte ich das ja schon quasi spielen. Frage 7. Welches Spiel wurde durch das Battle Royale Genre besonders? Sepp. PUBG. Ja, genau. Sepp wollte nochmal bar sein. Ja, HNZ1 wäre die Alternative gewesen. Ja. Besonders bekannt. So wäre die Frage weitergegangen. Fortnite. Frage 8. Welche Plattform ist besonders für E-Sports? Nein. Besonders für E-Sports Streaming bekannt. Sepp. Christian, sorry. Twitch. Ja, genau. Oh mein Gott, Radielicht. Ja. Ich habe kurz gedacht, du meinst die ESL früher so als Plattform für die Turniere, aber nicht für Stream. Genau, es geht um Streaming. Frage 9. Was bedeutet denn GG in der. Ach, deine Mutter. Christian. Jetzt nee, das ist nicht richtig. In der, aber ich bin gespannt. Ich sag Good Game. Ja, richtig. Aber in der. E-Sports-Sprache. Ah, okay. Ja, ach so, bei anderen ist das nämlich. In der klassischen jüdischen Erzählung des. Weiß ich. Frage 10. Welches ist das meistgespielte E-Sport? League of Legends. Auch hier wieder korrekt. Ja, richtig. Oh, Christian, ja, komm nochmal. Unbedingt. Das war jetzt Maus und Leertaste. Wir kommen zu Frage 11. Also bisher kommen wir aber eigentlich ganz gut durch. Hat's ja, bisher war Welt auch die Antwort immer League of Legends oder ja, was anderes. Das stimmt, ja. Hat er nicht ganz unrecht. Ja, aber trotzdem. Ja, League of Legends oder was anderes, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Frage 11. In welcher Stadt fand das zweite bis das... Christian. Ich sag mal Seoul. Nein. Paris. Nein. In welcher Stadt fand das zweite bis siebte International... Peter. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Da habe ich Predicted gedrückt. Es ist nicht Köln, aber ich sag Köln. Ja. Nein. Was ist denn der zweite bis siebte... International ist Dota. In welcher Stadt fand das statt? New York. Nein. Das ist eine zweite bis siebte Internet. Das ist ja so, also für euch, liebe Damen und Herren da draußen, Sven ist ja in der Redaktion und der dachte natürlich, dass man sowas weiß. San aber Francisco. Weiß niemand. Nein. Aber wird das nicht in Amerika gemaked? Christian? Los Angeles? Nein, es ist eine Stadt im Nordwesten der USA.
Seattle. Ja, Seattle, richtig. Gut. Seattle ist bekannt für Grey's Anatomy und nicht für scheiß Invitational. Ja, und ohne den Tipp von Andi hat keiner gewusst, Sven. Ja, also bildet ja nichts drauf ein. Dass das weil fast alles kann man lösen. Also ist ja okay. Ja, 90%. Ja, vielleicht gibt es ja 10% Dota-Fragen. Ja, eventuell gehen wir jetzt mal bei Frage 12. Welches Team hat denn die meisten Siege in der Das ist natürlich Face. Nein. Christian. Fnatic. Ja, nein. So hießen die. Nein. Was denn? Welches Team hat die meisten Siege in der Geschichte von Dota 2? Die Dota International. 2, Junge, ich kenne kein Dota-Team. Ja, für dich, Sven. Ne? Jetzt kommt der Dota. Das kann halt aber auch, also, das kann ja auch ein bekannter Clan sein, ne? Also, natürlich. Die aber kann halt aber auch Liquid. Bums Dota 1 also sein. Könnte natürlich ein bekannter Clan sein, aber auch ein nicht so bekannter Clan. Ja, aber selbst bei LoL sind doch die Besten nicht die, die zu den bekannten Clans gehören. Ey. Zumindest hat die Worlds gewonnen jetzt gerade das Wochenende. Waren die nicht irgendwie tausendmal gewonnen? Das sag ich dir nicht. Oh, Scheiße! Nein! Nein! Jay, drück doch mal. Danke, Jay. Ja, Jay, was bist du? Cloud 9. Das war ja scheiße. 5, 4, 3. Alter, nicht links, Digga, einfach. So, Mausports. Das ist alles vorbei. Und ich schließe es. Nicht. Das Team OG ist korrekt. Ja. Die gibt's auch. Ja. Ja, das hoffe ich. Also, die kennt man von anderen Sportarten. Spielt Olaf Meister. Ja, genau, bei Dota. Olaf Großmeister spielt damit, deswegen ist er auch OG. Aktuell haben die ja die Fortnite-Map gehört, den. Gut, also Dota 2, ich merke schon, oder Dota generell ist bei euch jetzt nicht so beliebt. Wir gehen mal zu Frage 13, mal gucken, wie es weitergeht. Welcher Begriff beschreibt den Zeitpunkt, an dem eine neue Spielversion veröffentlicht wird? Jay. Patch. Ja, genau. Was? Sowas kann man auch wissen. Was? Aber der Patch ist doch kein Zeitpunkt. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Es ist im übertragenen Sinne natürlich gemeint. Es ist ja im Wording in der Allgemeinheit mit dann ganz Patch. Patch Day also, noch, okay. Die Frage. Ja, da ist immer League of Legends oder was anderes. Ja. Frage 14. Wie viele Kacheln hat das Windows-Zeichen? Ich hätte gerne die anderen Fragen auch mal gehört, ey. Die sind echt für. Welches Land dominiert traditionell? Korea. Nein! Sag das nochmal. China! Was? Südkorea! Okay. Südkorea ist korrekt, ja. Achso, ich dachte, China, hast du jetzt sein China zählen lassen? Korea gesagt. Ja, Korea an sich ist ja. Scheiße, ich dachte, das wäre aber auch China. Er hätte ja auch Republik Korea sagen können. Also, das die Frage wäre gewesen, welches Land dominiert traditionell im StarCraft 2 E-Sport? Also, LOL! In Nordkorea dominiert Nordkorea natürlich alle. Nein, Kim Jong-un. Oh, das ist traurig, ey. Frage 15, aber der ist ja auch der Starter. Hört immer Warlock an. I am so Senate. In welchem Spiel wird mit teilweise extrem teuren Waffen? Counter-Strike Global Offensive. Oder Counter-Strike 2 mittlerweile. Genau. Waffen extrem teuren. Achso, Waffen. Alles Skins. Passt aber okay, auch fast auf alle mittlerweile. Ja. Hier ist Star Citizen. Ja. Hey, es geht um Waffenskins. Frage 16. Was ist ein Clutch in Ja, wenn man richtig weggebankt wird und voll auf die Fresse kriegt. Was? Nee, das ist, wenn du halt einen, wenn du quasi eine, meinetwegen eine 3 gegen 1 Situation hast und das dann quasi du der eine bist und du die 3 halt fertig machst, weil du halt dann keine Ahnung, die Bombe diffused. Das kann man Clutch letztens, or Kick, genau, die kann man übrigens sehr gut bei der Counter-Strike-Folge letztens angucken von mir. Jay, ich muss da hingucken, da ist die Kamera. Da hat Jay geklatscht. Ist korrekt. Ja, hab ich wirklich geklatscht. Da muss ich hingucken, da ist die Kamera. Also, ist halt aufgefallen. Ich hab auf die andere Webcam geguckt. Ich hab in die falsche Webcam geguckt. Ich muss den kurz wegpacken. Wie viele Webcams hast du da? So zwei. Jay, ist dein Nebenjob noch? Eine für OnlyFans? Nee, von Locana. Jetzt immer auf woanders. Ich hab wirklich in die falsche geguckt. Nie, weil die ist halt über dem Bildschirm. Das geht eh nicht. Gut, Frage 17 ist eine Schätzfrage. Ihr dürft wieder eintippen. In welchem Jahr fand das erste League of Legends World Championship statt? In welchem Jahr? Scheiße. Moment. Das erste League of Legends World Championship? Ja. Muss ja dann so sein, richtig? Richtig. Echt? Wieso weißt du das, Bram? Ja, jetzt am Sonntag war LoL Worlds. Ah, und das so und so vielte Mal?
Das ist richtig. Jo, stimmt. Warte. Ich weiß also aber nicht, das wievielte Mal. Das war jetzt nicht nur am Sonntag wohl gemerkt, aber jetzt am Sonntag war das allerletzte Spiel. Scheiße, das wievielte Mal denn? Nicht das letzte. Das allerletzte? Gibt keinen Worlds mehr. Ah, das letzte Spiel von dieser Ausgabe. Ja. Peter, ich habe auch gar nichts von diesem ganzen Tohuwabohu mitbekommen. Ich habe natürlich nur die Fotos von E4 Deporter gesehen. Scheiße, das wievielte Mal war denn, Bram? Ja, nee, aber der hat ein Foto gemacht. Ich try mal. Na, ich weiß es leider auch nicht, Sepp. Alle haben eingeloggt und wir haben dreimal die gleiche Antwort. Peter, Jay und Christian sagen 2013. Weil die hat ein Foto gemacht. Oh, das war das 10. Mal. Das 8. Mal. Nee, die war 10 Jahre, war F4 Deporter jetzt dabei. Ja, genau, die hat 10 Mal ein Foto mit Faker gemacht. 10 Jahre. Oh, deswegen habe ich 2013 genommen. Brammen. Ja, ja, es gab 2011. Aber, ja, genau, es gab ja, ich dachte... Corona-bedingt, es gab ausgefallen. Es gab zwei Ausfälle. Scheiße, ich dachte, es wäre das 8. Mal. Und Sepp sagt 2003. Ich dachte vielleicht 20 Mal, aber 2003? Mal. Also, nee. Sepp, ich kann dir sagen, League of Legends war 2003 noch nicht draußen. Ah, okay. Das kam erst 2009 raus. Lol. Ich hab grad nachgeguckt. Ja. Ernsthaft, du dachtest, dass das 2003 rauskam? Wait, das kam 2009 raus? Ich dachte, es gäbe das schon. Ich glaube, unsere LOL-Zeit war, da habe ich mit Dennis zusammen gewohnt in Köln. Holy shit, was haben wir denn da gemacht? Ja, da gab es doch so 10 Charaktere am Anfang. Ja, das ist richtig. Also als wir auf dem Kanal angefangen haben, das zu spielen, haben wir auch noch die Beta gespielt. Hey, so lange Echt? Wir haben das ja auch gespielt, bevor wir das auf dem Kanal gebracht haben. Genau, hätte ich nämlich auch. Antwort, es war im Jahr 2011 und damit hat Brammen recht. 5 Punkte, sehr gut. Scheiße. Sehr schön. Bram gönne ich das auch. Gut. Ich hab mir das auch gegönnt. Ist gut, dass du es Bram gönnst. Frage 18. Für welches Spiel ist E-Sportler Faker bekannt? Ach, scheiße. Wow. Ich tippe mal auf League of Legends. Ja, das ist eine schöne Varietät hier drin. Sagt man das so? Varietät, Abwechslung. Varietät kenne ich, ja. Ja, das Variabilität. So. Hey. Richtig, ja. So, Frage 19. Wofür steht die Abkürzung LOL? Komm schon. MOBA. M-O-Zep. Micro Organization Battle Action. Nope. Rammen. Dann ist es Massive Online Battle Arena. Klingt gut. Scheint aber nicht, scheint nicht richtig zu sein. Dann lass mich nochmal. Nee, es ist nicht das, was hier steht, Sepp. Multiplayer Online Battle Arena. Ja, das ist richtig. Oh, abgestaubt! Richtig räudig abgestaubt. Richtig räudig. Ja, jetzt können wir auch mal Glück haben. Frage 20. Tut mir voll leid hier. Ja. Hätte ich das auch gegönnt. Wie nennt man... Wie nennt man einen Spieler, der für Geld professionell spielt? E-Sportler. Willst du jetzt echt Profi hören? Was hast du gesagt, Sepp? E-Sportler. Nee, das ist nicht das, was hier steht. Bram. Profi. Nee. Das ist jetzt nicht euer Ist falsch. Profi-Spieler. Nee, das stimmt ja, das aber. Also es müsste Pro sein, oder? Man sagt doch Pro. Ja, wofür steht ja, aber, das? Ja, ich weiß, aber ja, okay. Sie haben auch gerade was anderes, was eigentlich was Richtiges gesagt, was einfach was anderes ist. Das war nicht richtig, One-Trick-Pony. Das also war was anderes. Also hier, wenn wir schon auf diesem Niveau sind, muss auch ich das als falsch werden. Oh. Ich möchte genau das hören, was hier steht. Da steht natürlich Pro-Gamer. Da steht Pro-Gamer. Pro-Gamer, okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ja, verstehe ich auch. Verstehe ich. Aber ich hätte dir die Punkte gegönnt. Ach, halt dein Maul, ja. Die richtige Antwort ist immer League of Legends oder deine Mutter. Ja, kannst du die Frage nochmal vorlesen? Wie nennt man einen Spieler, der für Geld professionell spielt? Glücksspieler. Also Moment, die Antwort ist für ein, also die Antwort ist die Erklärung aus der Antwort, ja? Ein Laut, Spieler, der für Geld professionell nicht, spielt, ist dann Pro-Gamer. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass laut Definition sind wir alle Pro-Gamer. Nee, erfolgreich. Das stand da nicht. Da der erfolgreich ist, nicht Teil davon. Das heißt, du wirst fürs Gaming bezahlt. Die Frage ist nicht konkret formuliert, das ist richtig, ja. Krass, wir sind Pro-Gamer. Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich Teil irgendwie auch des Begriffes. Also eigentlich sind wir Pro-Gamer.
Ja, ich dran gezweifelt. Boah, das heißt, können wir unseren Slogan ändern? Ja, von will mehr als nur spielen nach 12 Jahren zertifiziert Pro-Gamer. E-Sport. 12 Jahre zertifiziertes Pro-Gaming mit Pizza. E-Sport. Ach Gott. Andi, mach einfach weiter. Ja, Frage 21. Welche Plattform ist für E-Sports-Turniere in Counter-Strike? Christian. In Counter-Strike, keine Ahnung, ESL. Der PC. Ja, richtig. Ein Counter-Strike, oh mein Gott, ich habe schon wieder an LOL gedacht. Frage 22. Dann hätte ich eine andere Antwort gegeben. Wofür steht denn die Abkürzung, Christian? European Sports League. Nein. Ach, Electronic Sports League. Ja, richtig. Schade. Wieder abgesnackt, der Peter. Nein, das wusste ich aber. Ja. Frage 23. Was macht der... Oh Gott. Aegis oder Aegis of the Immortal in Dota 2? Was? Das weiß ich. Und zwar der... Den gab es in LOL nämlich auch, aber den haben sie rausgepackt. Der hat dich wiederbelebt, nachdem du gestorben bist, ohne dass du einen Death bekommen hast. Ja, richtig. LOL. Nee, so Dota 2. Was genau ist denn das? Soll das jetzt, der hat dir also, Sven doch zugeschrieben. Ist das jetzt ein Item? Nice, das ist ein nice Item. Good job. Danke, danke. Jetzt fragen wir Item. Hat Ram eine Doku drüber gesehen? Ja. Ich könnte das Ram. Was macht die P90 in Counter-Strike? Frage 24. Ja, das ist schon eine Frage zu E-Sport. Ich verstehe das schon. Liebe Leute, ihr merkt das schon, ne? Wenn man hier Fragen vorbereitet für den Beatsmeet, man denkt immer, es ist konkret genug gestellt. Ich glaube, die sind alle abgeändert worden von Sven, weil er dachte, wir sind halt Vollidioten. Ja, sind wir auch. Gibt dann halt solche Fragen. Ja, aber ist doch besser, als wir wissen gar nichts. Naja, wenn alle Fragen so gewesen wären. Gab es dann 5 Fragen zu League of Legends? Aber vielleicht waren die ja nicht so. Vielleicht waren die Fragen ja wirklich so immer, okay, kennt ihr The Black Rod aus, wie viel Gold kostet The Black Rod aus Dota 2? Dann ist das immer noch kein E-Sport, dann ist eine Frage zu League of Legends. Dann ja, aber das sind ja trotzdem die E-Sport-Titel. Ja, also okay. Wahrscheinlich eher so nennen die 5 Mitglieder von Fnatic bei LOL oder sowas. Das oder so. Dann wäre ja auch nicht. Ja, das wäre halt drin. Das ist in dieser LOL- und Dota-Nummer überhaupt nicht drin. Bin. Du müsstest eigentlich nach E-Sport-Sachen pre-LOL fragen. Dann kann ich mit dir, können wir kommunizieren. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, wir haben ja noch die Hälfte noch vor uns. Frage 24 kommt jetzt. Welches Team gewann denn die erste Season oder Saison der Overwatch League? Ja, oh. Sepp, warte mal. Da haben wir, also ja, da können wir jetzt raten. Ich hab 2 Magnete LA an meinem ich hab fast alle Kappen Kühlschrank hängen. Das sind zumindest faire Fragen für E-Sport. Boah, wer war, das war... Waren das nicht also, die Korean Dragons oder so? Man muss leider, ja, das sind ja alles amerikanische Teams. Ich kenne nur die Gießen Golden gelesen. Dragons, die sind aber Football-Team. Man muss sagen, es waren die Teams, die sehr viele südkoreanische Spieler hatten. Ja, ich meine auch die, das ich war weiß, irgendwann die Dragons. Motherfucker. Ja, Bram, sag mal Korean Dragons. Nee. Ich sage, das ist OG. Da war ja gar keine koreanische Mannschaft bei. Gut, dann sage ich mal 5. 4. Nennt sie Korean Barbecue. 3. 2. Ich weiß es nicht. 1. Und dann schließe ich die Frage. Es war London Spitfire. Und ach, ach, London Spitfire. Dran mit ja, die mit dem stimmt, das war das einzig europäische Team am Anfang. Ja. Ne? Und ich glaube, da ist London da noch nicht mehr draus. London spuckt Feuer. Was ist denn für ein Name? Oh. Ja. Der Christian, aber die Frage, ja, warum, da hast du Glück gehabt. Wegen, achso, ich dachte wegen den Flugzeugen. Ja, aber jetzt sind wir in Frage 25. Welches Spiel führte den Begriff E-Sports in den 1970er? Ach, in den 70er Jahren? Pac-Man. Nein. Brammen. Ich kenne nur ein Spiel aus dem Jahr des Space Invaders. Ja, richtig. Boah, Alter. Soft LOL. Ja, alles andere kam noch später, oder? Nee, Space Invaders. LOL ist nur die Antwort, oder was anderes? Guck mal, jetzt hast du auch mehr mitbekommen, Andi. Ja. Deswegen habe ich auch nochmal gemacht. Das ist ein bisschen peinlich für alle anderen, die es vorher schon mitbekommen haben, aber egal. Frage 26. Was ist ein Elo-Rating im Das ist dein Skill gemessen an Zahlen, also dass dein Skill in Zahlen quasi ausgedrückt wird. Ja. Und? Und du dich mit anderen vergleichen kannst, dein Skill mit anderen. Ja, genau. Ja, das lasse ich so gelten. Genau, also ein Zahlenwert. Das ist aber gütig. Ja, die relative Spielfähigkeit von Spielern misst, also im Verhältnis zueinander. Ja. Das ist, glaube ich, dann auch noch wichtig. Das aber das hast du dann auch gesagt. Hey, danke, Bram. Endlich sind wir wieder auf einem Level.
Ihr seid generell sehr nah beieinander. Jay führt mit 49 Punkten vor Sepp und Brammen mit 47, Peter mit 45, Christian mit 43. Also eine Frage kann ja alles ändern. Also zumindest fast. Immer. Und wir kommen zu Frage 27. Wir gehen zu Sons of the Forest. What? Was? 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 E-Sports? What? Jetzt was? Lass uns erstmal die Frage hören. I don't know. Okay. Im Nachfolger von The Forest startet man nicht alleine auf der Insel, sondern hat einen mehr oder... Mann, komm, jetzt okay. komm jetzt die Frage. Nicht im Ernst. Calvin. Wie der heißt. Ich glaube, die Frage ist noch von dem Open World übrig geblieben und wurde vergessen auszutauschen. Ich glaube auch. Würde ich jetzt aber auch sagen. Es kann sein, also. Weil die kommt mir bekannt vor. Ja, ja. Sehr, sehr bekannt vor. Das Problem ist, dass hier auch keine Antwort dabei steht. Wie ist denn die Frage? Ja, wie der heißt, wahrscheinlich der Typ. Wenn die Frage ist, wie der heißt, ist es Calvin, Andi. Dann ja. Muss man das so gelten, auch wenn die Frage dann scheinbar nicht zu diesem Set gehört. Aber, ja. Wieso beschwerst du dich jetzt, Sepp? Ja, ich habe die Frage doch richtig beantwortet. Nee, für dich freue ich mich total, Bram. Aber diese Unfähigkeit dahinter. Dann gehen wir wieder zu eSports. Das gibt einen Strich, glaube ich. Ja, nicht für Andi. Also, Andi hat das. Das gibt einen Strich. In welchem eSports-Spiel, da sind wir wieder, gibt es einen Modus namens Diffusal? Was? Christian. Counter-Strike. Ja. Läuft? Was? Okay, nein, nicht läuft. Macht doch nicht. Diffusal? Macht doch Sinn, oder? Von Diffuse. Ja, aber ich kenne den Modus nicht. Ja, aber in welchem Spiel hätte er sonst sein können, meine Overwatch. Ich? Zum Beispiel. Also einer von den anderen Valorant. Aber da diffust genau. man auch nicht, oder? COD doch, das heißt doch da immer. Anders. Keine Ahnung. Diffusal, also ich habe Diffusal auch für Counter-Strike so gesehen. Also fand ich gut. Nicht so drauf. Nie gehört. Nämlich. Ist aber so. Frage 29. Welches Turnier hat die höchste Gesamt... Jay. Oh. Das Dota Invitational. Das heißt aber nicht so. Oder? Komm. Ja, das Invitational, was weiß ich. Das heißt halt nicht so. Ja, das ist anders. Ey, das ja. hat er doch vorhin genannt. So. Nein, aber ja, das hat er nicht gesagt. Das heißt oh. nicht so, nee. Nee, das heißt leider, das heißt International von Dota 2. Ja, Invitational, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh, wie schlecht. Das heißt, ja, gerade überlegt, hä, bin ich jetzt blöd? Und dann ja. hat Andi auch mehrfach gesagt. Ja, ist ja okay, ist okay. Es heißt International, ja, ist okay. Ja. Ich war dumm. Genau. Frage 30. Welcher Begriff beschreibt das gezielte Ausschalten eines bestimmten Gegners im Spiel? Fokus. Sepp. Ja. Aber Frage. Fast. Ja, krass, hätte ich ja. gesagt. Sepp hat das gezielt ausgeschaltet, die Frage. Frage 31. Bah. Welches Team gewann ach, die Jesus. League of Legends? Ich jetzt einfach mal Telekom T1. Nein. Chris. Ach, Fnatic. Nein. Immer meine Antwort jetzt übrigens bei Teams. Nee, Fnatic hat aber bei LoL ist die echt kack. Ja. Die League of Legends gut immer. World Championship 2018. Ach, was welches Team hat das gewonnen? Das war so random 2018. Mhm. Da war es nicht mal Telekom-Gedöns. Jay. OG. Nein. Die Frage ist, die gibt halt auch bei League, glaube ich. Ich glaube, es war Mausports. Vielleicht fallen euch ja noch Teams ein. Dann mir fallen eine ganze ja Menge Teams ein, die spielen aber wahrscheinlich alle kein League of Legends. Ja, die spielen eher Counter-Strike. 4, 3, 2, 1 und ich schließe die Frage Invictus Gaming. Invictus? Ja. Ja. Wir konnten mal eine Frage auch nicht beantworten. Die sind voll schwer, die Fragen, Leute. Ja, was heißt, also ja, die kennt man aber tatsächlich, Andi. Also wäre ich halt nur nicht drauf gekommen. Ja, okay, okay. Die beste KD hat aktuell Bram 7 Fragen richtig beantwortet, 3 falsch. Ansonsten seid ihr alle 6 oder 7 Fragen bisher richtig beantwortet, aber fast auch gleich so viele falsch beantwortet. Frage 32. Was ist Map Control in ein Sepp? Map Control ist, wenn man die Map in dominiert einem. Und dem Gegner keinen Raum lässt. Naja, also ja, schon. Für mich wäre das okay. Ich weiß. Ohne Witz. Ich würde nicht gönnen. doch, ich lasse das so gelten, ja. Das lasse ich so gelten. Was war denn die Antwort, Andi? Also hier steht, die Fähigkeit eines Teams, strategisch wichtige Bereiche auf der Spielkarte zu kontrollieren. Aber im Prinzip ist das ja das, was du gesagt hast. Ja. Strategisch ich wichtig, falsch, aber das ist ja logisch. Wissenschaftlich nicht vernünftig, dass in der Antwort dieselben Begriffe vorkommen wie in der Frage. Man beantwortet die Frage nicht mit der Antwort oder andersrum. Gibt so viele Tipps in der Frage, meinst du?
Nee, aber das macht man auch nicht. Du sagst ja nicht, was ist Map Control? Und dann sagst du, ja, du musst die Map kontrollieren. Das ist richtig. Es sind doch strategisch wichtige Bereiche. Witzigerweise sind gerade solche Begriffe immer sehr beschreibend. Also für die Begriffe ja auch gut ist. Mhm. Fokus ist ja auch Fokus, also... Ja, du solltest ja dann umschreiben also, und das Fokus tut ist ja Fokus, ist richtig. Also das ist so wie bei Schweinefleisch. So, das ist, halt, ist auch Schweinefleisch von einem Schwein. So. Das ist richtig. Wir erklären hier die Welt. Jetzt könnt ihr aber brillieren. Frage 33. Welche Farbe hat das Logo vom E-Sport-Team Fnatic? Oh. Jay. Gelb. Hm. Hä? Das ist Ocker. Ja, ist orange. Falsch. Mein Gott, dann halt orange. Ja, ich lasse das so gelten. Ja. Ach so, gelb darf man sagen und orange. Ja, das ist, also, das ist also ja, so ein gelb-orange. Finde ich so jetzt ein, aber auch. Ja, so ein Mittelding. Deswegen ja. Habe ich mir nochmal angeguckt. Mhm. Ja. Frage 34. Ist eine Schätzfrage, jetzt dürft ihr wieder eintippen. In welchem Jahr fand das erste offizielle E-Sports-Turnier statt? Offizielle E-Sports-Turnier, das allererste. In welchem Jahr? Schwierig. Alle haben eingeloggt und War das schon fix oder durfte ich nochmal ändern? Dann ändern nochmal, ich habe ja noch nichts gesagt. In dem Moment habe ich auf nicht bereit. Hast du nicht gesagt, alle haben eingeloggt? Ja, und in dem Moment habe ich schon. Ich muss noch ein bisschen härter durchgreifen. Einloggen ist ja nur, dass ich weiß, dass ihr es nicht mehr ändern werdet. Und wenn ich das erste vorgelesen habe, dann dürft ihr auch nicht mehr ändern. Und das tue ich jetzt, denn die früheste Schätzung kommt von Bram, 1971. Kann natürlich auch sein, ne? Peter sagt 1977, Sepp sagt 1978. Ja, okay. Würdest du noch was erklären, Peter? Ja, wegen halt, ne? Space Invaders. Wegen E-Sports erstmal und so. Ja, Jay sagt 1981 und Christian ist ein bisschen weiter weg, 1998. Klar. Und die richtige Lösung ist, es war im Jahr 1972. Damit ist Bram am nächsten dran. Nice. Ja, doch, so fix wieder, ja. Wusste nicht, wann Space Invaders rausgekommen ist. Wenn das offiziell war so. Bei 1970 nicht vorhin die Antwort von Space Invaders kam? Ich dachte, das wäre die 70er gewesen. Deshalb habe ich auch korrigiert, weil ich auch dachte, das war die 70er. Ich dachte, das wäre 70 gewesen. Deswegen dachte ich mir, ja, komm, ein Jahr haben die bestimmt gebraucht. Da gab es die erste Liga bei den Demo. Ja, aber sehr gut. Frage 35. Welchen futuristischen Ego-Shooter brachte GT Interactive im Jahr 1999 auf den Markt? GT? Unreal Tournament. Ja. Sehr gut. Oh. Das Frage, ist stark gewesen, Peter, das gönne ich dir. Danke. Frage 36 ist wieder eine Schätzfrage, bitte wieder eintippen. In welchem Jahr hat der DOSB E-Sport den E-Sport als offizielle Sportart aufgenommen? Oh. Was ist denn der DOSB? Ja, das ist die Frage. Also ist nicht die Frage, aber das sollte man wissen, wenn man die Frage richtig beantworten möchte. Okay, da Jay das weiß. Bezweifle ich. Ist das noch nicht so lange her, Bram? Letztes Jahr. Ist das jetzt so ein internationales Ding oder steht das D für Deutsch? Also ich glaube, da ist ein Tipper in der Frage. Die Frage muss heißen, in welchem Jahr hat der DOSB E-Sport als offizielle Sportart aufgenommen und nicht DOSB E-Sport als offizielle Sportart. Aber vielleicht heißt der ja DOSB E-Sport. Was ist denn der DOSB, verdammte Axt? Ist das jetzt einfach so ein Kackverband, der in den 70ern gesagt hat, yo, E-Sport, oder ist das jetzt einfach so ein... Das klingt wie das Olympiakomitee, das hat gesagt, E-Sport, Mensch, das nehmen wir als Unterkategorie auf. Alles klar. Deutsche Oberbehörde sportlicher Beteiligung. Wie guckt, dass alle mitmachen. Was weiß ich, Alter. Ja. LOL ist die Antwort. Ja, komm. Gut, alle haben eingeloggt und die früheste Schätzung kommt von Bram 1988. Dann machen wir einen klitzekleinen Sprung zu Jay und Sepp. Die beiden sagen 2018. Okay, what the fuck? 30 Jahre später. Dann gehen wir zu Peter 2020 und Christian sagt in diesem Jahr 2023. Ja, das ist halt alles nah dran, ne? Kann auch eine Fangfrage sein, weil die Antwort nie ist. Bram deckt sehr viel ab. Doch, ich meine, die haben das schon drin. Bei der Schätzfrage war ganz schön, also wie machst du denn nie? Was ist denn der DOSB? Der Olympische Bund.
Deutscher Olympischer Sportbund ist das. Ist tatsächlich Olympischer Sportbund, wie selbst sagte. Oh. Okay. Scheiße. Ja, okay, dann war doch jetzt vor kurzem erst mit Fortnite, oder? Nee, FIFA haben die, glaube ich, vorher schon aufgenommen. Und auch hier, ach, also Mist. Wenn ich mir das so angucke, das hier steht eine Lösung, die, glaube ich, falsch ist. Nice. Sehr gut. Direkt. Reingelegt. Ja, wenn ich das hier so lese, war das nicht im Jahr 2006, denn da wurde der DOSB gegründet. Stark. Na, die haben es direkt auch angenommen. Was sondern, was das war der DOSB? Ja, das war der DOSB Deutsche. E-Sport. Ja, Deutsche Olympische Sportbund. Deutsche Olympische Sportbund. Also, gegründet worden. Der DOSB und E-Sport, Kennfrage, passt E-Sport in seiner Gesamtheit unter das Dach des organisierten Sports? Und das wurde gemacht im Dezember 2018. Und damit Jay und Sepp genau getroffen. Ja. Wow, liegt knapp mal 30 Jahre dran vorbei, ja. Ja, sehr gut. Wir gehen zu Frage 37. Wieder eine Schätzfrage, dürft ihr wieder tippen. Wie viele Jugendliche spielen in Deutschland regelmäßig Computerspiele? Okay, wie viele Jugendliche gibt's? Mit Handy oder ohne, das ist die Frage. Computerspiele. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Umfrage, ne? Wie du als Jugendlicher dann Computer definierst. Dann auch regelmäßig genau ist einmal pro Jahr. Videospiele, ne? Weil bei Computerspiele denke ich immer an Computer. Ich weiß halt auch nicht, ob die dann am PC sein müssen oder nicht. Nee, ich denke, die gehen, das ist einfach nur Videospiele. Ich glaube nämlich auch. Wie viele Kinder gibt es so in Deutschland? Von wann bis wann ist man Kind? Eine absolute Zahl, nicht prozentuell, ne? Nein, eine Zahl, genau. Also wie viele Jugendliche? Wie viele Jugendliche gibt es in Deutschland? Wie viele haben bei uns in der Klasse damals nicht gespielt? Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele Jugendliche. Also einfach aus Interesse einfach nur. Von wann bis wann ist man eigentlich jugendlich? Jugendliche ist auch mit die Damen einbeschlossen, ne? Ja, ja, klar. Nee, jugendliche Menschen. Kann man auch einfügen. Das ist ja schon nicht eine unwichtige Frage. Wobei, wir müssen ja gar nicht die Prozente machen, sondern die Menge. Eine absolute Zahl, genau. Ja, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht mal, wie viele Jugendliche wir haben. Ich tippe immer 14% ein, Peter. Gerne. Abraham, ob ich dir hier noch heute Punkte gönne, ne? Genau. So, die Frage ist auch, von wann bis wann man als Jugendlich zählt, laut der Umfrage, ist halt auch die Frage, ne? Ah, ich glaube, das sollte man. Das habt ihr euch gerade gefragt schon, okay. Könnte ja sein, Peter, was glaubst du wohl? Peter, was glaubst du, wann zählt man wohl als Jugendlicher? Ich hab das vor Peter nochmal gefragt. Ich sag 12 bis 17. Kann gut sein. Also es alle gibt doch so eine Jugend, es gibt doch so eine Ziel. Wie ist denn die Zielgruppe unter 18? Teenager. 10, da merken die Eltern halt noch nicht, wenn die Kreditkarte weg ist. Sehr gut. Also, um eure Frage zu beantworten, als Jugendlich gilt man zumindest in Deutschland im Alter zwischen 14 und 18. Oh, dann vielleicht doch nicht so viele. So, und gehen wir mal durch. Die geringste Schätzung kommt von Peter, 3,5 Millionen, sagt er. Dann gehen wir zu Jay, 5,6 Millionen. Hm. Brammen sagt 6,9 Millionen, Sepp sagt 8,5 Millionen, Christian sagt 12 Millionen. Also fast das Vierfache von dem, was Peter sagt. Ja, bei mir bist du ja auch Jugendlicher. Ist so der Schnitt? 12. Die richtige Antwort, es sind ungefähr 3 Millionen Jugendliche. Wow. Damit sogar noch wenig. Weniger als das, was Peter sagt. Das ist schon lange her, Peter, dass ich dir das vorgeworfen habe. Es tritt nur noch sporadisch auf. Frage 38. Nennt mir bitte exakt 2 der 3 Klassen aus StarCraft. Oh. Bramme. Okay, das finde ich eigentlich eine Frechheit der Klassen. Das sind ja eigentlich Rassen, ja, aber ich sag Protoss und Zerg. Ja. Nice. Richtig. Terraner ist noch die dritte Rasse dann, wenn es so ist. Frage 39. Was ist ein Gott? Roshan oder Ross? Was für ein Ding? Roshan ist ein Gegner in Dota, den du besiegen kannst. Dann bekommst du einen richtig fetten Buff fürs Team. Der steht auf der Midlane linksseitig. In LOL, ja. In LOL ist das Baron Nashor, weil das ist ja rückwärts geschrieben, Sepp. Ja, aber wo der steht, meinte ich. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Midlane links steht. Dota, aber das ist ja egal, du meinst das Richtige ist richtig. Ja, lass dich so gelten, genau die Info dazu noch, der trägt den vorhin genannten Aegis oder Aegis.
den wir vorhin schon mal nachfragen. Ach, das Live-Ding, dass du nicht stirbst. Ja. Ein Death genau. bekommst. Das hat der. In Dota 2, das war übrigens, ne? Im Spiel Dota 2. Haben wir auch schon gesagt. Frage 40. Wer ist für die Entwicklung des E-Sport-Titels StarCraft verantwortlich? Peter. Blizzard. Ja. Richtig. Ah, okay, da war ich jetzt bei dem Namen von der Person gewesen. Ich weiß, keine Ahnung. Habe ich letztens gelesen, StarCraft 2 war Ultra-Flop. Was? Ja, im Vergleich zu anderen Spielen hat das echt so sehr wenig Geld eingespielt. Das habe ich auch gesehen. Mit StarCraft 2 hat so viel Geld eingebracht, hat weniger Geld eingebracht als das erste Collectible Buyable Mount aus World of Warcraft. Genau, aus WoW. Ah, ja. Gab es halt keine Microtransactions, wa? Ja. Wir gehen zur Frage 41 und da machen wir eine Schätzfrage draus. Also bitte eintippen. In welchem Jahr wurde die ESL gegründet? Das hatten wir heute auch schon mal. Hatten wir? Also zumindest die ESL hatten wir. Als Thema. Ach so, okay. Das meine ich. In welchem Jahr wurde die gegründet? Das Unternehmen oder ab wann du da irgendwie so teilnehmen konntest? Warte, war Schätzfrage, wa? Ja. Das Unternehmen, bitte eintippen. Das Unternehmen ESL Gaming. Wann wurde das gegründet? Ja, da kann ja auch wie Nintendo einfach 1890 gegründet worden sein, so als. Ist nicht unmöglich. Über die haben vorher Kartenspiele gemacht. Ja, richtig. So, wir waren vorher Taxifahrer. Schwierig. Peter. Ja. Kannst du dich an Desert erinnern aus TM? Ja. Da haben wir in der Begegnungsstätte gespielt, wa? Da haben wir die Demo von TM gespielt. So lange ist das schon her mit ESL. Tja. So. Okay, alle haben eingeloggt und die früheste Schätzung kommt von Christian 1999. Dann gehen wir zu Peter 2001. Scheiße. Brammen und Jay sagen 2004. Nee, und das ist viel zu spät. Sepp sagt 2013. Ja, also, wir starten noch mit. Voll also nicht Quake, zu spät. Quake 3 haben wir schon auf der, in der ESL gespielt. Ach, kacke. Trackmania halt auch, ich aber nicht. Ich wusste mir wann. Die ESL wurde in Köln gegründet und das war im Jahr 2000 und damit sind Peter und Christian beide gleich weit weg. Gut, Christian. Na gut. Damit steht es jetzt 75 Punkte für Brammen, der führt. Ah, dir gönne ich das. Aber Peter mit 69 ist nur Kamper, Sepp mit 66, Jay 61, Christian 56. Ist schon eng. Frage 42. Welche E-Sport-Organisation ist für ihre Dominanz im Spiel Counter-Strike bekannt? Wow. Christian. Was? Da sind sehr viele, also immer mit Fnatic. Nicht das, was hier steht. Kann halt, ja, genau. Hä? Also das ändert sich ja auch ständig. Ja, richtig. Wer ist denn besonders dominant? Ja, Moment, aber das ist der Punkt. Wenn das eine besondere Dominanz ist, dann kann sich das ja nicht ändern. Christian. Navi? Nee. Liquid? Nee. Christian? Ja, aber die Amis Cloud 9. Nein. Eigentlich auch nicht mehr. Ninjas in Pyjamas. Nein. Das ist League. Virtus Pro. Nein. Ach du Schande. Invictus Gaming. Face. Das kann gut auch sein. Auch gut dabei. Ich hab da ein Ding im Kopf, aber das drücke ich nicht. Gefährlich. Big. Nee. Jetzt könntest du Mouseboards sagen. Counter-Strike ist mal Mouseboards. Ey, Big ist sowas von viel besser Fall. Als Mouseboards. Hä? Habe ich dir vergessen? Das ist halt unmöglich. Also, die haben alle, also, das wechselt halt so schnell durch. Ja, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob dann irgendwie eine. Also, die haben alle mal ihre Turniere gewonnen, die ihr auch genannt habt. Ja, vielleicht gibt es ja ein Team, was am meisten Turniere gewonnen hat. Also, dieses Team besonders hat die bekannt meisten, für die Dominanz. CSGO Majors gewonnen. Was? So viele wie kein anderes, nämlich viermal. Das einzige Team ist das auch, was dreimal ein Major hintereinander gewonnen hat. Also back-to-back sozusagen. Ja. Gibt es nicht auch eins von Zurück? Und war 406 Tage lang auf Platz 1 von HLTVs Team-Ranking. So lange wie kein anderes Team. Kann durchaus sein.
5, 4, muss Invictus sein. 3, 2, 1, Jay. G2. Nein. Astralis. Stimmt. Ja, Astralis. Ach, Astralis ist richtig. Oh. Alles so. Stimmt. Ich musste aber gucken, ob noch ein paar Leute nochmal weggestrichen werden. Ja, sehr gut. Damit Jay ein Punkt jetzt vor Sepp, ganz knapp hinter Peter. Nicht Sepp. Frage 43. Welches, jetzt haben wir es wieder, Fighting Game von den Christian? Ich sag Street Fighter. Nein. Mortal Kombat. Nein. Okay, komm, dann sage ich jetzt noch Tekken. Nein. Christian? Virtua Fighter. Nein. Welches Fighting Game von Nintendo wird gern... Ja, dann ist es wahrscheinlich Super Smash Bros. Ja, wird gerne auf Turnieren gespielt, wäre es weitergegangen. Richtig. Frage 44 ist nochmal eine Schätzfrage, bitte eintippen. Wie hoch fällt das gesammelte Preisgeld des Dota-Spielers No-Tail aus? Also N0-Tail. Echt, der heißt kein Schwanz. Er ist bestimmt voll die Pfeife, ey. 0 Euro. Ist das jetzt eine Fangfrage? Hat er schon mal gewonnen? Ja, hat aber ja, schon das mal Ding gewonnen. Ist ja, du kriegst doch als Team die das fette Geld und da muss das geteilt werden, oder nicht? Ja, aber vielleicht ist der halt so ein Wanderer wie Mbappé, der einfach immer denn, das beste Team hat. Reden wir denn gerade von einem Turnier oder insgesamt? Oh, insgesamt. Ja, insgesamt. Das Gesammelte, also insgesamt alles, was er gewonnen hat, in Dollar ist die Angabe. Also. So, hier, mit Erklärung für dich, Andi. Schön. Keine Ahnung, ich sag mir gar nichts. Der ja, hat auch noch Alternate ja auch IDs. Geschichte, Jay. Ich könnte nicht mal sagen, wie viel Faker verdient hat. Er ist auch noch bekannt als Big Daddy. Oder Big Daddy No-Tail. Alter, weißt du, Big Daddy No-Tail. Kein Schwanz. Ich weiß noch, dass Jonathan Wendell damals ein paar hunderttausend gekriegt hat. Moment, wird Tail mit AI geschrieben? Ich hätte jetzt A-L-E geschrieben. T-A-I-L. Also, ja, okay, N-0-T-A-I-L. Kein Schwanz. Okay, er hat doch keinen Schwanz. So. Alle haben eingeloggt und die geringste Schätzung kommt von Christian, 2 Millionen. Dann gehen wir zu Jay, 3,3 Millionen. Peter sagt 5,8 Millionen. Brammen sagt, 40 Millionen durch 5 sind, also 8 Millionen minus 1, 7 Millionen. 9, ja, man muss ja mal ein bisschen tricksen noch, aber du hast doch vorhin irgendwas gesagt, mit 40 Millionen gab es so mal zu gewinnen bei einem International, oder? Ja. Aber insgesamt als Preispool, das oder? Team, ja. Das ist doch für alle Teams, also Platz 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay, ich dachte, das wäre für den Ersten gewesen. Das weiß ich nicht, kann ja auch und sein. Und Sepp sagt 17 Millionen US-Dollar. Natürlich. Als wenn jemand 17 Millionen bekommt, der keinen Schwanz heißt. Also, Bram, also deine Rechnung, ja, okay, ich weiß nicht, ob ich die so ganz nachvollziehen konnte, aber es sind 7,2 Millionen US-Dollar. Nice, Bram! Bram, gönn ich dir! Dankeschön. Aber was verstehst du denn an meiner Rechnung nicht? 40 Millionen durch 5 sind doch 8 Millionen. Also durch du meinst, Spieler, dass weil immer gleich fünf Spieler in einem wird. Team sind. Du hast aber den Coach nicht mit eingerechnet und die Organisation. Ja, minus 1 hat er noch gemacht. So, verstehe ich. Das klingt auf jeden Fall richtig gerechnet. Und nicht auf Glück basiert, ja, das auch. Also es ging um einen einzigen Spieler, ne, das habt ihr ja auch verstanden. Und ja, aber durch die Rechnung trotzdem dann scheinbar am nächsten Tag. Bravo, einfach smart. Ja, man lag nur in der Rechnung. Frage 45. Welchen E-Sport-Titel hat sich Stefan Raabs Autoball zum Vorbild genommen? Peter. Rocket League. Ja. Das ist gelogen. Alter, wie lang die Leitung da war. Weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ja. Er hat uns damals gab's gesagt, nicht Autoball sogar schon vorher? Ja, er hat uns damals gesagt, nachdem wir ihm Rocket League gezeigt haben, hat Stefan gesagt, der müsste da vielleicht mal klagen. Und dann hat genau er sich Trimax ausgesucht. In der Sendung, als wir bei TV Total waren, haben wir Rocket League. Ja, ne? Ja, ja. Ja, jetzt, nach dem Windows-Neuinstallation. Frage 46. War doch nur ein Update, oder? Naja, war ein Update, aber das insane längste, was es gab, glaube ich. Das ist ja trotzdem ein wichtiger Unterschied. Hast recht. Welche zwei Seiten treten in Counter-Strike gegeneinander? Peter. Terrorist und Polizei. Was? Nein, Jay. Counter-Terrorist und Terrorist? Ja, so heißen die. Alter, wie Polizei? Wie muss man denn da durch? Terrorist und Polizei? CT, Alter, ich bin so ein Idiot. T-O-C-T. Polizei, Alter. Also, danke für das Spiel zu vielleicht hast, Polizei, ne? Jeder hat schon recht, weil manchmal spielst du ja die französische, wie heißt denn die? An dieses Skill habe ich gedacht, halt, aber fehl. Vor früher.
Ja, aber ich fail. Doch. Die gibt's sogar als Skin. Ach stimmt, die kannst du jetzt als Skins kaufen, ne? Ja, jetzt kannst du das gar nicht so jetzt kannst du sie kaufen. Frage 47. Welches war die erste Operation wahrscheinlich? Oh. Flashpoint. Ich sag Breakpoint. Nein. Scheiße. Ja, Flashpoint. Nein. Das ist ein Spiel, Operation Flashpoint. Welches war die erste Operation von CSGO? Firestorm? Nein. Scheiße. Boah, keine Ahnung. Sie ist aber auch schon früh, wie du sagtest. Hier ist eine Spinne. Vorher mehr kenne ich leider nicht. Wir verlieren Peter. Sie frisst mich! Es gibt noch Vanguard. Ich bin eine Spinne. Wenn es kalt wird draußen, kommen die Viecher rein. Das ist ja mäßig so. Jetzt, Peter. Du auch. Ja. Christian? Wildfire? Nein. Sagt mal. Noch? Was hatte der Firestorm und Wildfire? Was mit Feuer also, ja? Ja. Fünf. Weiß ich nicht mehr. Ramen. Firefist. Das ist falsch. Okay. Jetzt habe ich es auch überprobiert. 5, 4, 3, 2, 1 und ich schließe es. Payback. Ah ja. Okay. Keine Ahnung. Ja. Noch nie gehört. Oh, wirklich noch nie gehört. Gut, dann kommen wir zu den letzten drei Fragen. Bram führt. Bram gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, du hast schon gewonnen. Sorry, du brauchst nicht mehr drücken, Bram. Spoiler. Du brauchst ja, wirklich, nicht mehr drücken. Das Skript darfst du doch nicht erzählen. Bram führt aktuell mit 102 Punkten vor. Peter mit 92, also nur 10 Punkte, 2 korrekte Fragen Abstand. Wir kommen zu Frage 48. In welchem Jahr wurde CSGO auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt? Das ist keine Schätzfrage. Oh, 2016. Nein. Nee. 2018. Ja, 2018 war das. Frage 49, vorletzte Frage. Auch da machen wir eine Schätzfrage draus, also bitte eintippen. Wie viele Skillgruppen gibt es in CSGO? Ach, keine Ahnung. Eintippen bitte. Was? Ach so. Hä? Okay. Oh mein Gott. Was gibt es Gold Nova 1 bis 3? Oh Gott, jetzt geht los, ey. Ja, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Er weiß es nicht. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte immer, ich glaube, ich hatte in meinem Leben 4 unterschiedliche oder so. Na, wir waren, also bei da, wo das so läppsch war, waren wir auch hier Igel. Ja, AK waren wir schon. Gut. Ist das da drüber? Ich weiß das gar nicht. Na, Igel ist drunter. Igel ist drüber. D'accord! AK ist drunter. Alter. Wir waren doch Igel, oder? Ihr habt alle eingeloggt. Christian sagt 12. 15 kommt von Peter, von Jay und von Sepp. LOL. Oh, lol. Okay, ja. Nice. Und Bram sagt 21. Immer wieder gut. Die richtige Antwort, es sind 18. Und damit kriegen alle 5 Punkte bis auf Christian. Weil alle sind 3 entfernt. Oh, das ist ja belastend. Krass. Ja. Da kann ich ja welche habe ich denn da bitte vergessen? Scheint einige. Ich weiß ja nicht, wie du aufgezählt hast. 4 Silber, 4 Gold. Jetzt fange ich an, Gold, genau, AK. Entschuldigung, dann höre ich auf. Doppel-AK. Wir kommen zu Frage 50. Letzte Frage. Und Jay kann noch Peter nicht mehr einholen. Kann noch Peter nicht mehr einholen. Dankeschön. Kann noch nicht mehr Peter einholen. Oh mein Gott. Letzte Frage. In welchem E-Sport-Titel kommen? League of Legends. Oh ja. Das ist falsch. Rammen. Dota 2. Nein. In welchem? Christian. StarCraft. Nein. Counter-Strike. Nein. Unreal Tournament. Nein. Quake 3. Nein. Ramen. Space Invaders. Nein. Christian. Rocket League. Nein. In welchem E-Sport-Titel kommen Reaper, Winston, Christian? Overwatch. Ja, Mann, ey! Sehr ja. Gut! Ja, schade, Jay, keine dreistelligen Punkte, ne? Ja, machst du nix. Ja, das ist weit weg. Machst du nix. Ah, wer war nicht drin? So, jetzt aber. Herzlichen Glückwunsch an Bram zum Sieg. 114 Punkte, 13 Fragen richtig beantwortet. Ey, gönn ich dir, Bram!
Danke, sehr gut. Vor Peter mit 107, Jay mit 100, Sepp mit 96 und Christian mit 81. Vielen Dank fürs Vorbereiten dieser Fragen und Dankeschön an euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.